Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch die Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Wir gehen weiter in unserer Serie zum Thema Jesus aus dem Kolosserbrief mit dem Titel, mit dem Thema Jesus, meine Identität. Im April 2017 hat mir in Dortmund am Güterbahnhof in einem Güterwagen einen Mann gefunden. Das ist der Mann. Die Polizei hat dann geschrieben, es sei ein gebildeter, ein freundlicher Mann gewesen, im Besitz von seinen geistigen Kräften, mit einem Problem. Er hat nicht mehr gewusst, wer er ist. Er hatte eine Bauchtasche dabei, keine Idee. Das Einzige, was drin war, ist ein Asthmaspray und ein paar Geschichtsbücher. Die Stadt Dortmund hat dann versucht, ihm irgendwie zu helfen, hat ihm eine Wohnung zur Verfügung gestellt, dass er irgendwie durchgekommen ist und hat einen riesigen Aufruf gemacht in den ganzen Medien. Und erst 4 Monate später hat man herausfinden, wer das ist. Ein Kinobesitzer hat ihn erkannt und das hat ihn auf die richtige Spur gebracht. Ich meine, stell dir das mal vor, wie das ist ohne Identität. Stell dir mal vor, du weißt nicht mehr, wer du bist. Du weißt nicht, wie du heißt. Du weißt nicht, wo du herkommst. Du weißt nicht, bist du verheiratet, bist du nicht verheiratet, wo bist du aufgewachsen. Hey, wenn die Identität fehlt, das ist mega brutal. Weißt du, und das gilt auch für unsere Identität mit Jesus. Wenn wir nicht wirklich wissen, wer wir sind, wird das Leben, wo für uns gedacht wäre, nicht möglich. Natürlich auch umgekehrt. Wissen wir, wer wir sind? Wissen wir, wer wir sind in Jesus? Dann prägt das unser Leben. Erfahrungsgemäß führt das dazu, dass wir zufriedener sind, dass wir erfolgreicher sind und dass wir so ein bisschen mehr ruhen in uns selber, wenn wir wissen, wer wir sind in Jesus. Wir gehen ja miteinander durch den Kolosserbrief und in Kolossä haben die Kolosser auch so ein bisschen eine Identitätskrise gehabt. Sie sind ja eigentlich zu Jesus gekommen und haben von Jesus eine neue Identität bekommen. Sie haben herausgefunden, wer sie sind in Jesus. Ihnen ist vergeben, sie sind gerettet, sie sind geliebt von Jesus. Aber das Problem war, dass sie so Identitätsdiebe gekommen und haben ihnen das wieder gestohlen. Es sind Judaisten gekommen, die ihnen gesagt haben, ja, hey, da so alte jüdische Gesetze, die müssen im Fall trotzdem noch einhalten. Also ganz so einfach mit Jesus ist es nicht. Also einfach so nur da Gnade und Annahme und Vergebung, ganz so ist es nicht. Also ein bisschen von diesen Sachen, die gelten nach wie vor für euch. Es sind Philosophen gekommen, die gesagt haben, nein, so einfach mit Jesus, das ist zu doof, das ist zu einfach, das langt nicht. Es muss schon noch ein bisschen tiefer sein, da Körper und Geist und Seele, das ist noch ein bisschen zu trennen und unterschiedlich anzuschauen. Ganz so einfach, dass Jesus dir einfach dich liebt und dich beschenkt und dir alle Schuld vergibt und dich annimmt, ganz so einfach ist es im Fall dann schon nicht. Es sind Mystiker gekommen, die gesagt haben, hey, du musst das noch erleben, du musst die tiefen Erfahrungen machen. Mystiker haben offensichtlich sogar erzählt, dass sie Engelsbegegnungen hatten, die ihnen noch ein bisschen tiefer etwas offenbart haben und haben so ein bisschen gesagt, ja, wenn du das nicht selber erlebt hast, ja, dann bist du noch nicht ganz am Ziel. Was die Menschen gemacht haben, die haben eigentlich die neue Identität, die Jesus geschenkt hat, einfach kaputt machen und haben die Kolosser zurückgezogen zu deren alten Identität. Der Paulus geht in das ziemlich klar, ziemlich krass an im Kolosser 2 ab Vers 16. Und da wollen wir heute miteinander hineinschauen. Da sagt er nämlich, lasst euch von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Denn diese sind nur ein Schatten des Zukünftigen. Die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Also, da bezieht sich eigentlich der Paulus, beschreibt dann nochmal so ein bisschen die alte Identität, wo es darum gegangen ist, Regeln einzuhalten, wo es darum gegangen ist, irgendwo durch das, was wir machen oder nicht machen, angenehm oder besser dazustehen vor Gott. Und was macht der Paulus? Er nimmt das und zeigt, hey, der Blick, der soll auf die neue Identität gehen. Er zeigt dann auf, die Wirklichkeit ist Jesus selber. Die neue Identität ist das, was Jesus ist.
Weißt du, und heute Morgen ist es so mein Wunsch, dass du und ich einfach auch entdecken können, wie genial die neue Identität ist, die Jesus uns schenkt, die Jesus dir schenkt. Und wie das dein Leben verändert, dass es glücklicher, zufriedener, sicherer, erfolgreicher macht. Paulus zielt dann ein bisschen auf die Leute, die ihm das Ganze da gemacht haben, veranstaltet haben in Kolossä. Er sagt da, und wenn jemand zu euch kommt und Demut predigt oder Verehrung der Engel, dann lasst euch davon nicht ablenken. Auch dann nicht, wenn er sich dabei auf das beruft, was er gesehen hat. Solche Menschen sind ohne Grund stolz und aufgeblasen. Sie haben keine Beziehung zu Christus, dem Haupt des Leibes. Denn der ganze Leib wird von ihm aus durch Gelenke und Sehnen unterstützt und zusammengehalten und wächst nur, wenn Gott Wachstum gibt. Er zeigt eigentlich auf, also er richtet den Blick auf die identitätsstellenden Personen und zeigt ihnen auf und sagt, hey, was die machen, ist eigentlich nur Blödsinn. Ihre Regeln, ihre Philosophien, ihre komischen Erlebnisse, das ist absolut Blödsinn. Es geht eigentlich nur eins, es geht um Jesus. Er zeigt nachher auf, dass so das geistliche Wachstum und das Wachstum von der Kirche, wo sie auch irgendwo durchgesucht haben, wo er aufzeigt, das ist nicht durch das, was sie machen, sondern das ist allein durch Jesus. Das ist nur ein Werk Gottes. Im Vers 20 zeigt er dann das auf, ihr seid mit Christus gestorben und er hat euch aus den Händen der Mächte dieser Welt befreit. Warum folgt ihr dann noch weltlichen Regeln wie, damit sollst du nichts zu tun haben, das sollst du nicht essen, dies nicht anfassen? Solche Regeln sind nichts als menschliche Vorschriften für Dinge, die doch nur dazu da sind, von uns benutzt und verbraucht zu werden. Weißt du, manchmal dunkelt es mich, dass der Vers so ein bisschen das beschreibt, wie wir auch in der heutigen Zeit Christen noch wirken oder dargestellt werden. Ja, diese Regeln musst du einhalten, das musst du machen, dort, das darfst du nicht, das kannst du nicht, das sollst du unbedingt. Und der Paulus zeigt auf, sagt, hey, die haben es nicht verstanden. Wir haben eine neue Identität und die dreht sich um Jesus. Er sagt eigentlich da, der Kolosser, liebe Kolosser, warum? Warum habt ihr so eine neue Identität und drüllt euch zurück, lasst euch zurückreissen zu dieser alten Identität? Ihr habt eine neue Identität. Liebe Silberlis, ihr habt eine neue Identität. Warum lasst ihr es zu, dass Menschen, Sachen, Begegnungen, Erlebnisse, YouTube-Channels euch zurückziehen zu dieser alten Identität? Paulus beschreibt dann da im Vers 14 auch, wie die neue Identität aussieht. Die Identität ist, Christus hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Also, so die Anklageschrift ist gelöscht. Wir glaube ich, wissen heute besser, als es in der damaligen Zeit war, was Löschen bedeutet. Am Freitag war jemand im Büro, am Computer, und plötzlich schreit es von dem Computer, also von der Person vor dem Computer, und sagt, nein, alles ist gelöscht. Ein PowerPoint, den er mega lange daran gearbeitet hat, ist einfach plötzlich weg gewesen. Sie ist nicht mehr rum gewesen. Sie musste total neu machen. Und das ist das, was Jesus gemacht hat mit dieser Liste von diesen Anschuldigungen, die gegen uns stehen. Wo Jesus gesagt hat, hey, alle Sünde, alle Schuld, alles, was wir falsch gemacht haben, sagt er da, Gott hat es gelöscht. Es ist weg. Braucht das Bild von einem Schuldbrief. In der damaligen Zeit, wenn einem jemand etwas geschuldet hat, dann hat man dem einen Brief geschrieben, so, ich schulde dir, weißt du, ich nicht was, 27 Kamel und 5 Töpfe Gold, hat der Brief dieser Person gegeben. Und der Brief hat immer, wenn man irgendwann eine Diskussion gegeben hätte über die Schuld, hätte der andere den Brief können bringen und sagen, nein, schau mal, da steht es drauf, das schuldest du mir. Jetzt ist es aber so, Jesus sagt, der Brief ist mit ihm ans Kreuz gegangen. Am Kreuz hat man jeweils so, wenn jemand gekreuzigt worden ist, hat es ein Schild oben angegeben, wegen welcher Schuld, wegen welcher Strafe eine Person gestorben ist. Bei Jesus hat man ja dann Jesus Christus, König der Juden, angeschrieben, weil sie nicht recht gewusst haben, was schreiben. Aber eigentlich sagt er auch, hey, weißt du, der Schuldbrief, wo deine Fehler, wo meine Fehler drauf gestanden sind, die sind dort oben gehangen, die sind ans Kreuz genagelt sein. Und wo Jesus gestorben ist, ist er für das gestorben. Und durch das hat er es vernichtet, durch das hat er es gelöscht. Und das ist die neue Identität. Die neue Identität ist, du bist angenommen, dir ist vergeben, du bist ein Kind Gottes. Vers 15 heißt es dann, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und die Mächte dieser Welt entwaffnet. Die alte Identität, dann hat er die ganze Kraft weggenommen. Er hat sie öffentlich bloßgestellt,
indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Hey, unsere neue Identität ist, dass Jesus uns Empfind entrissen hat. Der Find hat verloren. Die alte Identität, das alte Muster, dass wir irgendwie aus uns selber raus Gott müssen gefallen, das hat verloren, weil es nicht funktioniert hat. Wie stark ist das? Hey, die Bibel braucht das Bild davon, dass Gott dass die alte Identität entwaffnet und bloßgestellt hat. Das ist eine ganz coole Beschreibung. Die bezieht sich nämlich auf Krieg, den man in der damaligen Zeit geführt hat oder in der früheren Zeit. Wenn so ein Volk gegen das andere gekämpft hat, hat so der König, der gewonnen hat, hat den König von dem Volk, der verloren hat, genommen. Meistens haben sie so die schönen Kleider abgezogen, haben ihn gefesselt und haben ihn an diesen Fesseln zusammen mit seinen wichtigsten Leuten, die haben sie alle zusammen gefesselt und haben sie so die Strasse durchgeführt und haben sie so richtig ins Lächerliche gezogen und haben ihn ausgelacht. Du Verlierer, schau mal, du bist lächerlich, du hast keine Macht mehr, du bist der grosse König, aber schlussendlich bist du gefesselt hier in unseren Strassen. Und der Paulus braucht da das Bild und sagt, hey, schau mal, das hat Gott mit dieser alten Identität gemacht. Er hat sie genommen, er hat sie gefesselt und sogar ins Lächerliche gezogen. Und in dem Zusammenhang fragt der Paulus da, sagt, ihr liebe Kolosser, warum lasst ihr euch von Menschen, von irgendwelchen Sachen wieder zurückziehen zu deren alten Identität? Hey, das ist eine Botschaft an uns, das ist eine Botschaft an dich und mich, weil so schnell sind wir in dem hinein, dass unser Denken wieder prägt ist von deren alten Identität. Statt dass wir es lernen, in dieser neuen Identität zu handeln, und zu denken. Ich möchte heute Morgen mit uns zusammen so 5 Identitätsmerkmale von dieser neuen Identität anschauen. Wie denn die aussieht, wie denn die unser Leben prägt. Und für das mache ich jetzt in der Bibel ein bisschen einen Sprung, nämlich weg von Paulus hin zum Petrus. In 1. Petrusbrief, ist Kapitel 2, ab Vers 9. Dort beschreibt nämlich der Petrus wunderschön, also in einem wunderschönen Vers, wie denn die Identität aussieht, wer wir denn sind in Jesus. Da heißt es nämlich, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher, alte Identität, wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk, neue Identität. Früher, alte Identität, wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt, neue Identität, hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Hey, so stark, so ein starker Abschnitt. Und da innen möchte ich so 5 Identitätsmerkmale rausnehmen, wie unsere neue Identität aussieht. Die erste ist die, du bist vollständig angenommen. Das heisst dann nämlich, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Jeder von uns kennt das Bedürfnis, dazu zu gehören, angenommen zu sein. Wenn ich so zurückdenke an die Schulzeit, ich bin nie so eine wahnsinnige Sportskanone gewesen, aber im Turnen hat es immer so ganz etwas Blödes gegeben, meines Erachtens. Dann hat der Lehrer, hat mir irgendetwas gegeneinander spielen, der Lehrer hat irgendwie 2 Leute gepickt und gesagt, du wählst und du wählst und jeder hat einen nach dem anderen hat dürfen wählen, wer in seiner Mannschaft haben will. Und am Anfang sind natürlich irgendwelche Sportskanonen gewesen und dann, wenn jemand von denen gewählt war, hat es geheißen, yes! Und dann ist es immer mühsamer geworden. Ich nehme den. Und irgendeiner, bei unserer Klasse war das eigentlich immer der gleiche gewesen, das war zum Glück nicht ganz ich, so schlecht bin ich auch nicht gewesen, aber immer einer ist übrig geblieben und den hat man dann halt noch müssen nehmen, weil er übrig geblieben ist. Ich weiss nicht, oder mal ich weiss es, zu welchen willst du gehören? Zu denen, die gewählt sind, wie man dich will, oder zu denen, die übrig bleiben, wie man sie halt noch muss nehmen? Jeder von uns kennt das Bedürfnis, angenommen und gewählt zu sein und kennt auch den Schmerz davon. Wenn man es eben nicht ist, wenn man nicht dazugehört, wenn Menschen etwas halt vielleicht ohne einen machen, wenn man vergessen geht. Hey, und wie schön ist es, gewählt zu sein? Am 20. April 2002, damals noch im Bucheck, vor dem Traualtar, hat Judith Ja gesagt zu mir. Sie hätte ja zu anderen können Ja sagen. Aber sie hat mich ausgewählt. Und wie schön ist das für mich, wie wertvoll ist das für mich, zu wissen, sie hat mich wählen und nicht jemand anderen. Ich bin nicht nur einfach geduldet von ihr, ich bin nur einfach irgendwo durch ertreibt, ich bin gewählt. Und weißt du, genau das Gleiche macht Gott mit dir. Gott hat dich erwählt.
Gott hätte nicht müssen. Gott wäre gerecht gewesen, wenn er gesagt hätte, Menschen, ja gut, also den Mist haben wir selber eingebracht, schaut jetzt selber. Gott wäre gerecht gewesen, wenn er gesagt hätte, hey, weißt du was, die will ich alle und dich will ich nicht. Gott wäre gerecht gewesen. Aber Gott hat das nicht gemacht. Gott hat zu dir gesagt, dich will ich. Das heisst in der Bibel noch, bevor er das Universum geschaffen hat, hat er dich bereits erwählt. Hey, das ist deine Identität, das ist die neue Identität. Du bist gewollt, du bist angenommen, du bist vollständig angenommen von ihm. Unsere alte Identität, die sagt uns, du bist angenommen, wenn du reinpasst, wenn du dich passend verhaltest, wenn du vielleicht das Richtige springen kannst. Aber Gott sagt, du bist angenommen. Das ist unsere neue Identität. Das zweite Identitätsmerkmal ist, du bist extrem wertvoll. Das heisst in dem Vers, es ist ein Volk, das ihm allein gehört. Jetzt, warum sind wir extrem wertvoll oder woran sehen wir das? Weil wir Gott gehören. Das sagt der Vers nämlich. Wem etwas gehört, macht einen Unterschied auf den Wert. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was die dreckigen Turnschuhe da vorne sollen. Wenn ich dir jetzt sage, das sind meine alten Turnschuhe, dich würde fragen, hey, was zahlst du mir für die? Wahrscheinlich wäre da der Ertrag relativ schwach, weil sie sind wirklich durch. Das zeigt wenigstens, dass ich trainiert habe, das ist gut. Aber sie sind wirklich durch, wahrscheinlich würde ich nichts dafür bekommen. Wenn ich aber würde sagen, hey, hör mal, das sind die Turnschuhe vom Usain Bolt. Mit diesen Turnschuhen hat er den Weltrekord gemacht. Was wären die Turnschuhe denn wert? Viel, viel mehr. Und schau, wem etwas gehört, zeigt etwas über seinen Wert. Und darum sagt Gott da, du gehörst mir. Du bist im Fall bei meinen. Du gehörst mir. Wie wertvoll macht das? Über den Wert von etwas, sagt auch aus, wie viel als man bereit ist, für etwas zu zahlen. Freunde von uns, die hätten eine Ferienwohnung kaufen in Spanien. Und sie sind dann mit dem Inhaber dort, haben sie angefangen zu diskutieren und der wollte sie eigentlich verkaufen. Und das Thema war eigentlich am Schluss der Preis. Sie haben gesagt, ja, wir würden 500'000 zahlen für diese Wohnung. Und der Verkäufer hat gesagt, nein, hey, für diese Wohnung habe ich mal 2 Millionen gezahlt, ich will nicht unter 1 Million runtergehen. Wie viel ist die Wohnung am Schluss wert? Das, was jemand würde dafür zahlen. Leider haben sie sich nicht gefunden, das könnte man vielleicht mal dort in die Ferien, ich weiß es nicht. Aber etwas, der Wert von etwas ist definiert durch das, was man bereit ist, dafür zu geben. Jetzt überleg dir mal für dich, was hat Gott für dich gegeben? Was hat Jesus für dich gegeben? Jesus, der Sohn Gottes, war bereit, sein Leben zu geben für dich. Hey, das zeigt etwas auf, wie viel Wert du bei Gott bist. Du bist extrem wertvoll. Das dritte Identitätsmerkmal, das wir in dem Text sehen, ist, du bist ewig geliebt. Der Vers sagt da, früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Hey, der Vers beschreibt, dass du ein Teil geworden bist von der Familie Gottes. Das ist da gemeint mit dem Volk. Im Alten Testament, Volk Israel, jetzt gemeint, du bist Teil von Gottes Familie, du bist Teil von Gottes Kirche. Und oft haben wir in der heutigen Zeit Bilder so, Kirche bedeutet, in einem Gottesdienst zu sein, an einem Livestream dabei zu sein, in einer Kleingruppe dabei zu sein oder irgendwie so ein bisschen connected zu sein. Kirche ist so viel mehr. Kirche bedeutet, Teil zu sein von der Familie Gottes. Im Hebräerbrief beschreibt Jesus so, beschreibt die Bibel so, Jesus nennt dich wegen dem als sein Bruder oder seine Schwester. Wegen dieser Zugehörigkeit der Familie Gottes. Und weißt du, das ist das ultimative Zeichen von der Liebe, wenn man jemanden aufnimmt in die eigene Familie. Und das hat Gott mit dir und mit mir gemacht. Die Liebe von Gott, die bedingungslos ist. Die Liebe von Gott, die nicht abhängig davon ist, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast oder machst oder nicht machst, sondern die Liebe von Gott. Und er sagt, hey, ich habe dich geliebt. Und ich habe dich im Fall zuerst geliebt. Und ich habe dich geliebt, auch wenn du mich nicht zurückgeliebt hast. Hey, und das macht er mit dir. Und vielleicht bist du heute verbunden im Stream und hörst zu. Und du hörst und hast das Gefühl, ich bin nicht liebenswert. Ich möchte dir eins sagen, Gott hat versprochen, dass er dich liebt. Gott möchte dich aufnehmen in seine Familie, weil er dich so endlos liebt. Und die Liebe, die er für dich hat, ist nicht abhängig von dem, ob du ihn zuerst geliebt hast, sondern umgekehrt. Er sagt in der Bibel, ich habe dich geliebt, dass Gott uns liebt, wo wir noch seine Finde waren. Gott liebt dich. Hey, unsere alte Identität sagt,
Du bist dann geliebt, wenn du dich liebenswert verhaltest. Du bist dann geliebt, wenn vielleicht etwas springen kann. Du bist dann geliebt, wenn du gewisse Bedingungen erfüllst. Aber unsere neue Identität ist die, dass Gott sagt, du bist geliebt. Und zwar bist du ewig geliebt. Viertes Identitätsmerkmal. Du bist total begnadigt. Das heisst in dem Vers, früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Sie gut schauen. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt aber hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Früher haben die eigenen Leistungen gezählt. Früher hat das gezählt, was wir bringen können. Früher haben wir irgendwo durch, das ist eine alte Identität, aus unserem eigenen Versuch irgendwo durch besser dazustehen vor Gott. Und so viele Menschen funktionieren nach wie vor genau so. Sie sagen, ja, ich bin ja ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch, dann muss doch Gott irgendwo ein bisschen Freude haben an mir. Aber weißt du was? Gott sagt, das langt nicht. Das langt nicht. Weil es ist nicht nur die guten Taten da, es ist alles andere auch da. Es ist der Mist da, es ist jeder Fehler da. Aber weißt du, was möglich ist? Weißt du, was langt? Meine Gnade langt. Wo Gott sich entschieden hat, gnädig zu sein. Wo Gott sich entschieden hat, barmherzig zu sein. Mit dir, mit mir. Weißt du, Gott hat jeden einzelnen Fehler, den du und ich je gemacht haben und je werden machen, jeden hat er schon im Voraus gekannt. Und trotzdem hat er sich entschieden, gnädig zu sein mit dir und mit mir. Wir haben es gelesen voran. Er hat den Schuldbrief verrissen. Er gilt nicht mehr. Unsere neue Identität ist geprägt von Gnade und Erbarmen. Warum? Weil Gott ein vergebender Gott ist. Das heißt in der Bibel, er vergibt um sich selber willen, weil das seinem Charakter entspricht, weil er dir möchte vergeben, weil das sein Anliegen ist. Er möchte dir vergeben, weil Jesus am Kreuz gezahlt hat. Er hat der Schuldbrief ist als Kreuz genagelt zu sein. Jesus hat den Preis gezahlt, darum kann er dir vergeben und darum möchte er dir vergeben. Und darum wünscht er sich so sehr, dass deine Identität nicht mehr prägt ist von dem, was du zu leisten vor Gott oder nicht mehr prägt ist von dem, was du vielleicht verkehrt gemacht hast und machst und wirst machen in deinem Leben, sondern dass sie von dem prägt ist, dass du vollkommen begnadigt bist von Gott. Dass du aus dem heraus darfst leisten. Aus dem heraus darfst leben und nicht musst leisten. Das fünfte Identitätsmerkmal, das wir in dem Text sehen, du bist vollkommen befähigt. Das heisst in dem Text, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Jetzt, das ist ja eine lustige Beschreibung. Wir sind weder königlich noch Priester, haben wir das Gefühl. Priester sind im Alten Testament für zwei Sachen verantwortlich gewesen. Sie haben auf die eine Seite die Menschen vor Gott vertreten und sie haben Gott vor den Menschen vertreten. Sie haben so wie die Verbindung geschaffen. Und die königlichen Priester, die wichtigsten, das war eine grossartige Funktion. Und Gott sagt eigentlich mit dem für dich und mich in unser Leben hinein, hey, ich habe Grossartiges für dich vor. Ich habe dich zu Grossartigem befähigt. Ich habe Grossartiges vorbereitet für dich. Du kannst einen Unterschied machen. Du kannst einen Unterschied machen in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Ehe, in deiner Schule, an deiner Arbeitsstelle. Vielleicht denkst du, ja, das würde ich gerne, aber das klingt mir nicht so. Weißt du, was Gott dazu sagt? Er sagt, hey, stopp. Ich befähige dich dazu. Ich habe dich befähigt. Er sagt nicht, ihr könnt königliche Priester sein, wenn ihr euch bemüht. Sondern er sagt, ihr seid. Gott hat dich befähigt. Hey, so schnell haben wir das Muster, das Gefühl, dass wir nicht genügen. Wo Gott sagt, hey, stopp, ich habe dich befähigt. Vielleicht sind über deinem Leben so Sachen ausgesprochen worden. Weißt du, so in der Kindheit. Es sind so wie Flüche, die über einem Leben stehen. Wo man dir vielleicht gesagt hat, ja, du bist im Fall faul. Du bist ungeschickt. Aber weißt du, das gehört alles zu dieser alten Identität. Und so Flüche, die kann man brechen, indem man Gottes Wort dem entgegenstellt und sagt, stopp, das ersetzt sich durch das, was Gott sagt. Wo Gott sagt, du bist ein königlicher Priester, eine königliche Priesterin. Ich habe dich befähigt, ich habe dich gesetzt. Nicht du wirst einen Unterschied machen, du machst einen Unterschied. Du bist befähigt. Wem glaubst du? Der alten Identität, die sich misst an deinem Erfolg, an deinen Fähigkeiten, an deinen Gaben oder dieser neuen Identität, wo Gott sagt, hey, du bist vollkommen befähigt. Kolosser haben von Paulus so, wir müssen ein bisschen auf die neue Spur gebracht werden. Weil Menschen sind gekommen und haben sie von dieser alten Spur, von dieser neuen Identität abgebracht und versucht, die alten Sachen wieder zu bringen. Weißt du, es ist so schnell passiert das in unserem Leben. So schnell passiert das auch unter uns. Dass wir wieder beeinflusst werden von irgendetwas und die neue Identität, die wir haben, so wie vergessen geht, so wie in den Hintergrund kommt.
Aber weißt du, ich glaube, die Message heute Morgen, das, was wir hier in der Bibel miteinander anschauen, das soll uns heute Morgen helfen, wirklich den Switch zu machen. Innen in die neue Identität. Dass wir ein neues Bewusstsein dürfen entwickeln, wer du und ich, wer wir sind in Jesus. Da auf dieser Liste oben steht es nochmal. Du bist vollständig angenommen. Du bist extrem wertvoll. Du bist ewig geliebt. Du bist total begnadigt. Und du bist vollkommen befähigt. Das ist das, was Gott über dir ausspricht. Das ist deine neue Identität. Geh nicht zurück zu dieser alten Identität. Lebe nicht in dem Alten, wo Jesus ja gesagt hat, ich habe es genommen, ich habe es gefesselt, ich habe es durch die Straße durchgezogen, dass man darüber lachen kann. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist. Ich weiß nicht, was der Punkt von diesen 5 ist, wo du musst sagen, ja stimmt, hey, da habe ich wirklich Aufholbedarf. Da will ich vorwärts gehen, da will ich drinnen wachsen. Ich möchte gerne heute Morgen für dich beten. Und ich möchte dich einladen, das einfach so vor Gott anzubringen und so bei Gott das wie einzutauschen. Wo du kommst und sagst, Gott, ich möchte dir wie so das alte Denken, das alte Muster, ich will es dir jetzt so bringen und dann möchte ich von dir das Neue abholen. Und dann ist es eben noch cool, weil dann kannst du das Alte so bei Gott lassen und kannst das Neue mitnehmen. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du wirklich am Kreuz den Schuldbrief gelöscht hast, ans Kreuz genagelt hast, er nicht mehr zählt für uns, dass du zahlt hast dafür, dass du unsere Schuld beglichen hast und dass wir durch das dafür wirklich die neue Identität haben. Und Jesus, wir wollen es nicht zulassen in unserem Leben, dass die alte Identität wieder an Kraft gewinnt. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen, der heute da ist oder zulässt. Jesus, du möchtest uns helfen, die Identitätsmerkmale, in dem, wo wir in dem Vers innen angeschaut haben, auch wirklich zur Realität zu werden. Danke, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen hilfst, das aufs eigene Leben auch anzuwenden und herauszufinden, wo sich im eigenen Leben einfach alte Denkmuster eingenistet haben. Und dass du es auch hilfst, es einzutauschen bei dir und durch die Neuen ersetzen. Ich möchte dich zu etwas ganz Praktischem ermutigen. Ich weiss nicht, welche oder welche von diesen Punkten für dich jetzt so sagst, hey, das sind meine, da muss ich dahinter. Hey, nimm dir ein Post-it oder so, schreib drauf, ich bin. Punkt, Punkt, Punkt. Was es denn eben ist. Klebst an den Spiegel, klebst an den Kühlschrank, klebst an den Laptop an oder irgendwie etwas, was du immer wieder brauchst. Dass du einfach so die Woche, dass du so dieser Identität neu kannst bewusst werden, tiefer kannst bewusst werden, dass es so richtig anfängt zu heben, anfängt festheben und zur Realität wird in deinem Leben. Weil es ist da, Gott hat es parat gemacht für dich. Es ist Realität. Aber wir müssen lernen, in dieser Realität zu leben. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast können näher kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.